Lerne die Situation, in der du dich befindest, insgesamt zu betrachten. Es ist schwer, das Universum zu verstehen, wenn man nur einen Planeten studiert. Keine Angst, kein Zögern, kein Wundern, kein Zweifel. Das hier Niedergeschriebene nur mit den Augen zu betrachten, verhilft noch nicht zum Weg der Kampfkunst. Man muss es sich aneignen, um es zu begreifen, muss es nicht in Nachäfferei von Halbverstandenem mit der ganzen Kraft seines Herzens gleichsam für sich entdecken, um es dann für immer zu besitzen. Der Pfad, der zur Wahrheit führt, ist mit den Körpern der Ignoranten übersät. Man greife an als Meer, wenn der Gegner den Berg erwartet, und erwartet er das Meer, sei man ihm der Berg. Die Wahrheit ist nicht das, was du möchtest, sie ist, was sie ist, und du musst dich ihrer Macht beugen oder mit einer Lüge leben. Beobachtung und Wahrnehmung sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Auge, das beobachtet, ist stärker. Das Auge, das wahrnimmt, ist schwächer. Geschwindigkeit ist nicht Teil des wahren Weges der Strategie. Geschwindigkeit bedeutet, dass die Dinge schnell oder langsam erscheinen, je nachdem, ob sie im Gleichgewicht sind oder nicht. Wie auch immer, der Meister der Strategie erscheint nicht schnell. Wer das Schwert so hält, dass er jeweils nur an das Parieren oder Blockieren, an das Daranbleiben oder Nachsetzen denkt, wird zu dem letzten Hieb nicht imstande sein. Du musst verstehen, dass es mehr als einen Weg zur Spitze des Berges gibt. Beneide niemals andere, weder wegen ihres Glückes noch aufgrund deines eigenen Unglücks. Fixierung ist der Weg zum Tod, das Fließende ist der Weg zum Leben. Wenn du wünschst, andere zu kontrollieren, musst du erst dich selbst kontrollieren. Schnelligkeit in der Kampfkunst hat mit dem wahren Schwertweg nichts zu tun. Wer den Weg beherrscht, wird nie schnell erscheinen. Diejenigen, die eine Sache beherrschen, wirken in all ihren Bewegungen gelassen. Sie geraten nie aus dem Takt. Was auch immer sie tun, es ist ihnen nicht anzusehen, dass sie es etwa eilig hätten. Auch im Kampf von Mann zu Mann, wenn der andere weniger erfahren oder aus dem Rhythmus geraten ist, und zurückzuweichen beginnt, darf man ihm keine Atempause gönnen, sondern muss ihn stracks zerschmettern, noch ehe er einen anzublicken wagt. Vor allem verhindere man, dass er sich aufrichtet. Erkenne das, was mit dem Auge nicht gesehen werden kann.